Ich wachte mitten in der Nacht auf und mein Cousin schlief neben mir. Das passierte vor etwa 2 oder 3 Jahren, als wir im Haus unserer Großeltern waren. Die aber nicht zu Hause waren, weil sie zu einer Party eingeladen waren. Wir waren nur zu zweit und wir waren alt genug, um allein zu übernachten. Ich stand auf, um mir eine Tasse Wasser zu holen. Und als ich zurück zu meinem Bett ging, hörte ich ein Kratzen am Fenster in der Nähe des Schlafplatzes meines Cousins und mir. Ich hatte zu viel Angst, um den Vorhang zu entfernen. Also legte ich mich einfach wieder hin. Aber dann hörte ich das Kratzen wieder und war den Tränen nah. Da ich ein Teenager bin, spielte mein Verstand verrückt. Und ich konnte nicht anders, als mir vorzustellen, 2 leuchtende Augen in der Dunkelheit zu sehen. Ich hatte früher schon Nachtangst, die meine Angst vor der Dunkelheit noch verstärkte. Ich weckte meinen Cousin, der zunächst frustriert war, dann aber zustimmte, das Fenster zu überprüfen. Er legte seine Hand auf den Vorhang, zog ihn zurück und plötzlich ertönte ein hoher Schrei. Ich fing an, unkontrolliert zu weinen. Aber mein Cousin hielt mir den Mund zu und sprang auf das Bett, um mich zu warnen, dass es ein Skinwalker sei, der uns verletzen könne. Die Kreatur schrie wieder und ich weinte heftig, aber leise. Mein Cousin erzählte mir, dass als er den Vorhang zurückzog, sah, wie es wie ein entstellter Wolf an den Wänden entlang lief. Und dann sprang es auf den Balkon und hüpfte davon, wobei es die ganze Zeit schrie. Ich war so erschrocken, dass ich nicht glauben konnte, was ich da erlebte. Wir lebten in der Stadt und sowas war völlig unvorstellbar. Nach den Schreien der Kreatur wurde ich ohnmächtig. Als ich aufwachte, sagte mir mein Cousin, dass nichts weiter passiert sei. Wir rannten sofort nach draußen in die frische Morgensonne und überprüften die Fenster. An den Fenstern und Wänden waren lange und gezackte Kratzspuren zu sehen. Und wir konnten menschliche und Pfotenabdrücke an den Wänden erkennen. Ich wollte nach den Goldfischen sehen, die mein Vater draußen in der Schale mit Wasser gelassen hatte. Und zu meiner Überraschung waren sie alle weg. Nur eine Wasserpfütze blieb auf dem Boden zurück. Wir haben unseren Großeltern nichts davon erzählt, weil wir Angst hatten, dass uns etwas Schlimmes zustoßen könnte. Ihr wollt mir vielleicht nicht glauben, aber ich weiß, was in dieser Nacht passiert ist. Die Kratzspuren, die lauten Schreie, die Fußabdrücke und alles, was mein Cousin gesehen hat, werden uns immer im Gedächtnis bleiben. Mein Name ist Zack und ich habe eine Freundin namens Mira. Eines Tages waren Mira und ich auf dem Weg zur Schule, als wir Jason und Vesco trafen. Ich fragte sie, was sie vorhatten, und sie sagten, dass Vesco später alleine zur Schule gehe. Da es eine alte Geschichte aus unserer Schule über eine Frau in der hintersten Ecke eines leeren Ganges gebe, die um Mitternacht ständig nach ihrem Kind suche. Wenn sie dich sieht, wird sie dich fragen, ob du ihr Kind gesehen hast. Als ich die Nachricht hörte, wollte ich meine Freundin darauf aufmerksam machen. Das war gruselig. Jace sagte auch, dass du eine Unterschrift verfassen musst. Das ist Teil des Rituals. Und der Plan ist, gegen Mitternacht in der Schule zu sein. Ich sagte, was? Vesco kann das nicht tun. Sieh dir an, wie er zittert, kicherte ich. Dann antwortete Jace, dann solltest du gehen. Ich bekam eine Gänsehaut und antwortete, ja, okay, ich denke, ich kann. Ein paar Stunden vergingen und es war Mitternacht. Ich nahm meine Puppe mit, nur für den Fall, dass ich diese Geschichte als wahr herausstellen sollte, und machte mich auf den Weg zur Schule. Ich sah schon von Weitem, dass Jace und Vesco Abstand hielten. Wir unterhielten uns ein wenig. Dann ging ich in die Schule. Ich lief und lief und dann tauchte jemand oder etwas vor mir auf. Es war eine Frau mit einem Hut und kurzen Haaren, die mich gruselig anlächelte. Sie sagte, du hältst mein Baby! Du hältst mein Baby! Du hältst mein Baby! Und ich sagte, ja, sie ist dein Baby. Und dann lief ich ein paar Gänge hinunter. Aber ich fand mich in einer Sackgasse gefangen. Es regnete in Strömen und hallte vom Dach wieder. Blitze spiegelten sich am Fenster. Das erregte meine Aufmerksamkeit. Und ich konnte sehen, dass ein Bild von der gleichen Frau zu mir zurückschaute. Ich schrieb meine Unterschrift so schnell ich konnte auf und ging wieder nach draußen. Wir beschlossen, nach Hause zu gehen. Und meine Freundin Mira, Jace und Vesco waren alle schockiert, als ich ihnen erzählte, was passiert war. Ich habe meine Unterschrift auf das Fenster geschrieben und nicht auf das Bild. Jace fragte mich nervös, ob ich einen Scherz gemacht habe. Und ich sagte, dass ich das nicht tue. Heißt das? Mein Name ist Amanda. Ich lebe mit meiner 2-jährigen Tochter zusammen. In unserer alten Wohnung habe ich mich immer unwohl gefühlt. Eines Tages war ein Rohr verstopft, also rief ich einen Klempner an. Er würde um etwa 10 Uhr morgens da sein. Die Firma hatte einen Schlüssel für meine Wohnung, doch trotzdem stellte ich mir einen Wecker für 9 Uhr. Die Nacht verlief ganz normal. Ich brachte meine Tochter ins Bett, verschloss alle Türen und Fenster und ging dann selbst schlafen. Als ich wach wurde, war es bereits hell. Ich öffnete die Augen und sah meine Tochter, die noch schlief. Doch ich konnte mich nicht bewegen. Alles war viel zu still. In diesem Moment sah ich eine Art Umriss, der hinter meiner geöffneten Tür hervorschaute.
Ich konnte keine Gesichtszüge erkennen, doch in meinem Kopf redete ich mir ein, dass es jemand sein musste, den ich kannte. Es fühlte sich absolut nicht richtig an, doch komischerweise hatte ich trotzdem keine Angst. Plötzlich kamen mir die Worte: "Jemand ist an der Tür", in den Kopf. Ich war so irritiert. Woher sollte ich das denn wissen, wenn ich mich nicht einmal bewegen konnte? Doch es hallte immer und immer wieder durch meinen Kopf. Nach etwa 30 Sekunden wurde meine Tür aufgeschlossen und jemand rief: "Hallo?" Die Tür hatte 3 Schlösser, 2 Riegel und eine Kette. Sie ließ sich von außen nicht einfach so öffnen, auch wenn die Person einen Schlüssel hatte. Ich lag im Bett und hatte Angst davor, herauszufinden, was gerade passiert war. Meine Tochter schlief noch immer. Ich schaute auf mein Handy. In der Tür stand niemand. Ich ging durch die Wohnung und fand jedoch niemanden. Als ich die Tür überprüfte, stellte ich schockiert fest, dass die Riegel geöffnet waren. Ich wusste, dass ich sie am Abend vorgeschoben hatte. Ungläubig stand ich da. Ich war dankbar für die Kette und überlegte, hatte dieser mysteriöse Schatten versucht, mich zu warnen? Warum wollte er meine Aufmerksamkeit? Die Klempner kamen später und ich fragte sie, ob zuvor bereits jemand hier gewesen wäre. Sie bejahten. Ein anderer Termin war abgesagt worden, also waren sie zuerst zu meiner Wohnung gefahren, ohne mich zu informieren. So etwas ist mir noch nie passiert. Einen Monat später war es mir endlich möglich, aus dem Gebäude auszuziehen. Ich weiß noch immer nicht, was ich damals erlebt habe oder warum mich dieser Schatten warnen wollte, doch ich bin dankbar dafür. Meine Tochter und ich sind nun in Sicherheit. Heute bin ich 18 Jahre alt, doch diese Geschichte ereignete sich, als ich 10 war. Ich war im Haus meiner Großmutter. Ich saß mit meiner Schwester und 2 meiner Cousinen auf der Terrasse. Meine Schwester war 4 Jahre alt, nennen wir sie A. Meine Cousine B war 9, während ihre Schwester, nennen wir sie G, so alt war wie meine. Auf der Terrasse befand sich eine alte Matratze, auf der wir lagen und in den Himmel starrten. Plötzlich sah ich etwas am Himmel, das direkt über uns schwebte. Es war eine Art Kreatur mit fledermausähnlichen Flügeln. Der Vollmond spendete genug Licht. Ich konnte alles gut erkennen. Der Körper sah menschlich aus und die Flügel wirkten, als bestünden sie auch aus Menschenhaut. Die Flügel waren leicht transparent. Ich konnte darin Venen und Arterien erkennen. Sobald ich es sah, schrie ich den anderen zu, sie sollten nach unten rennen. Ich war die Einzige, die es richtig erkannt hat. Wir rannten nach unten. Ach ja, ich vergaß es zu schreiben. Doch das Ding hatte in etwa die Größe eines normalen Menschen. Die Flügel waren jedoch riesig, mindestens 2 Meter lang. Als wir unten ankamen, erzählten wir den anderen, was wir gerade gesehen hatten. Doch natürlich glaubte uns niemand. Meine jüngere Cousine G hatte ihre Schuhe draußen vergessen. Ich ging vorsichtig nach draußen, um sie zu holen. Das Ding war noch immer da und schwebte über dem Haus. Nun, manchmal, wenn ich mit meiner Cousine über den Vorfall spreche, sind wir uns selbst nicht sicher, ob es wirklich passiert ist oder wir halluziniert haben. Doch wir haben es alle gesehen. Hoffentlich werde ich es nie wiedersehen.